Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamant Edition. Heute werden wir uns auf mal nach Hesshoven. Ja, neue Stadt, schön und gut. Lass uns mal gucken, hier ist sogar ein neuer, nochmal ein... Hallo, Hasbüro. Hallo, Mädchen. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ich wäre bei Hasbüro, wer weiß, wohin gelaufen. So, Hasbüro, such in den Pokémon mit dir. Ich bin Julia. Ich bin Juror Pokémon-Wettbewerb. Besuch mich in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Okay. Okay. Da geht's weiter. Okay. Was sagst du denn? Du bist ein Trainer, nicht wahr? Du, dann hast du zwei Herausforderungen. Die Wettbewerbe sind keine Herausforderungen. Das ist Minispiel. Herzogen, warm und freundlich. Oh, das ist schön. Guck mal, die Wasserfelder, die sind doch wunderschön, oder nicht? Gut, dann trost du. Hallo, hallo, willst du ein Pokémon ein? Das wurde in der Pokémon-Mission in Trost gefunden. Natürlich, hier bitte. Dem scheiß Fehlschlag von Naira. Das hat irgendjemand mal behauptet, vielleicht Professor Lind aus Johto. Oh, Bezug auf Johto. Ist nicht möglich, in der Pokémon-Pension in Trost wurde ein Ei gefunden? In Johto sind angeblich auch Eier gefunden worden und dafür müsst ihr den Weg versperren. Ihr seid ja super. Mann. Okay, was sagst du denn? Ich bin den weiten Weg von Höhen hierher gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Ich war aber so beeindruckt, so viel Hilfsbereitschaft einem Fremden gegenüber. Darf ich dir nun zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Nein. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich sollte mich nicht einmischen. Ich weiß natürlich, wo die ist. Die ist oberhalb. Pokémon Fanclub. Alle Trainer sind herzlich willkommen. Dann werden wir nochmal gucken, wie wir hier herzlich willkommen sind. Hallo. Hallo. Ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Vielen Dank. Hast du am besten Zeit gehalten? Lass uns am besten keine Zeit verlieren. Denn Anton ist ein sehr liebenswürdiges Pokémon, nicht wahr? Wie denkst du über Anton? Wie ich über Anton denke. Gefühle. Was geht denn? Fragenlos. Hoffnung. Hass. Lächeln. Ich habe immer ein Lächeln, wenn ich meine Eltern angucke. Und danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalt auch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Piep, piep, piep. Kidnapp, 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 kidnapp. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das, Anton sagt nicht Quack, Quack. Die sagen Anton. Anton? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Der Mero hier. Ich sage mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nur ich sage mal, was mich betrifft. Ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken möchte. Ein Beispiel. Wenn ich sage mal, mein Pokémon einen süßen Knurps gebe, gewinnt es deutlich zur Anmut. Anderes Beispiel, ein scharfer Knurps. Ich sage mal, schenkt meinen Pokémon Coolness. Deswegen sind Knurps, ich sage mal, sehr wichtig für und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich dir diese Knurps, was viel Vergnügen, sage ich dir mit. Ja, das werden wir auch noch machen, das ist auch so ein kleines Minispiel. Fülle sie, ich sage mal, mit vielen Knurps und verteile sie großzügig dann deine Pokémon. Oh ja, das werde ich vielleicht nicht tun. Willkommen im Pokémon Fanclub. Oh, dein... Ich hab's Akaino. Egal. Dein Akaino. Es ist sehr echt eine Troll dir gegenüber. Es liegt an dir, das zu ändern. Es ist neu gefangen im letzten Part, verdammt. Da giss es nicht, der Super Mega Hyper. Ich liebe dich, Pokémon. Nee, nee, nee. Okay, was ist denn hier? Auf jeden Fall ist ein Kind und eine Mutter. Es gibt hier Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue. Da wir von überall her Besucher empfangen, halten wir die Stadt schön. Oh ja, das tut dir vielleicht, weiß ich nicht. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den...
Leute aus der ganzen Welt schauen mal den Pokémon-Wettbewerb zu. Was soll ich nur tun? Die ganze Welt will mich sehen. Nicht teilnehmen? Was ist denn hier? Hallo? Ich habe etwas, was deine Pokémon... Siegesang. Eine schöne Sache. Siegesang erhalten. Das heilt uns jede Runde ein bisschen. Das ist wunderschön. Sagt sie auch dazu was? Wenn ein Pokémon diesen Siegesang hält, bekommt es den Schaden, den es zugefügt hat, ein paar KP zurück. Das habe ich in den Ferien geschenkt bekommen, aber ich hatte es schon. Piep, piep. Ich kann euch nicht anquatschen. Warum kann ich euch immer nicht anquatschen? Das ist ein Täuschbildchen Pokémon spielt total. Warum? Siegesang. Geben. Okay, und kann das erstmal ein paar halten. Was macht das bitte? Ein wichtiges Item, mit dem man einen Steinturm reparieren kann. Oh ja. Okay, Tausch. Nützlösi kommt erstmal dahin. So. Gut, weiter geht's. Weiter geht die Herzhofen. Herzhofen war's. So, klick, klick. Wenn ich mein Baby spazieren fahre, sehe ich die Augen mit einer anderen Stadt. Die Augen mit einer anderen Stadt? Was? Mir fallen Treppen und Stufen und Schlaglöcher auf. Hallo? 30 Jahre lang habe ich einsam in den Bergen gelebt. Ich habe einen Tanz erfunden, mit dem ich den Wettbewerb gewinnen würde. Ich glaube, die ist noch nicht da, oder? Nee. Hey, hallo, wie läuft es denn so, Trainer? Ich suche doch sicher die Arena, Terrasson, habe ich recht. Tja, so leid es mir tut, aber das ist im Moment nicht möglich. Du fragst warum, die Antwort ist, sie ist nicht hier. Wir stehen dann auch mal wieder, okay, ich warte so lange hier. Ja, wir werden auf jeden Fall noch herkommen. Obwohl, hat Herbie schon besiegt. Herbie ist schneller als wir. Wie schafft er das? Na gut, meinetwegen. Blöder Pedder. Ich habe die vor allem Stärke im Turm der Runen erhalten. Der Turm der Runen ist auf der Route 209 auf dem Weg nach Trostu. Okay, 209 Weg Trostu habe ich wieder vergessen nachher. Aber gut. Oh Leute. Warum hier so viele? Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon daneben und schläft auch. Ach, wie niedlich. Kufu, Kufu. Kung Fu Panda. Wenn ich groß bin, möchte ich Pokémon-Koordinatorin werden. Rin, nicht groß. Pikapi. Aha, du bist ein Trainer. Du hast du bestimmt eine enge Bindung zu einem Pokémon. Du weißt, dass man vieles Neues entdecken kann, wenn man Pokémon unterwegs ist? Habe ich doch schon. Ich bin doch schon. 24 Parts. Ja, 24 müsste hinkommen. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Oh, ein Herausforderer. Oh, wow, du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon, um sich zu haben, bedeutet viel Fahrt, würdest du übernehmen. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Okay. Meine Schwester bekommt alle Aufmerksamkeit. Für mich interessiert sich keiner. Oh, Außenseiter. Da musst du dich nicht so in der Ecke verstecken. Den mag dich auch jeder. Seid keine Eckenkinder, denn seid ihr cool. Bewegung nach oben und raus hier. Was ist hier denn? Herzhofen sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herzhofen ist freundlich zu Kindern, zu Erwachsenen und zu Pokémon. Oh, der ist trotzdem freundlich zu Kindern. Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Das wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Eine Welt, in der Pokémon alle Menschen in Frieden und Harmonie erleben. Das wünsche ich mir, okay. Schöner Wunsch. Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen. So ist es schön. Ohne Treppen werden sich die kleinen Pokémon viel frei bewegen. Aber auch in Fahrstühlen eingequetscht werden, wie bei Happy Tree Friends. Und ich merke gerade, dass meine Nase sich wieder verstopft. Super.
Aber jetzt geht's wieder ein bisschen. Das ging diese Part, die letzten beiden Parts, so gut. Nee, wir müssen hier noch mal eine reinhauen, bevor du schlafen gehst. Es gibt so viele Accessoires für Pokémon, so viele verschiedene. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ach, dann hol dir doch einfach alle. Man nennt mich ja Deku. Wie ein Deku-Baum. Nur nicht so alt. Niemand kennt meinen wahren Namen. Nein, nicht einmal ich selbst. Ich suche seltene Items, das ist mein Leben. Ich werde etwas Seltenes für dich finden. Frag mich nächstes Mal nochmal. Nicht. Bitte. Ich gab mein Pokémon ein Wasserstand und es entwickelte sich. Oh, bestimmt ein Quaffo oder so. Ja, der Kinderwagen wird von Tag zu Tag schwerer. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird? Papa, Mama, genau solchen Pokémon, solche Pokémon. Da hast du deine Antwort. Mit Rosana und Pantimimi. Pokémon, Menschen, es ist ganz normal, dass wir uns voneinander unterscheiden. Beurteile Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke. Suche nach seinen inneren Werten, seinem Charakter, nur das zählt. Ja, das sagst du jetzt. Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann. Sie lauten Liebe und Freude. Freude oder Freude? Egal. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit anderen. So freue ich mich auf eine glückliche Zukunft. Und ich genieße die schönen Erinnerungen an die Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt viele Wunden. Okay. Wenn Menschen und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen. Es bringt die Welt zur Harmonie. So, kleiner Junge. Und man kann diese Statue nicht anquatschen. Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Sachen herzustellen ist eine Kunst, die der menschlichen Geist erschöpft. Und wenn der Geist wieder geheilt ist, kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. Okay. Hier ist nichts mehr Interessantes, dann gehen wir wieder raus. Ich glaube, hier gibt es ja gar nicht mehr so großartig was. Was ist denn hier? Schnurzbrei, lecker. Okay, das können wir glaube ich noch machen. Dip, 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 dip. Hast du Beeren? Für gute Knus brauchst du seltene Beeren. Und je mehr Küche du hast, desto leckere wird die Suppe. Ich hab nur einen. Ist das für mich? Gute Ernährung macht Menschen und Pokémon energisch und energetisch und glücklich. Da unterscheiden wir uns gar nicht. Okay. Hi, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer. Am Anfang müsst ihr den weichen Teig sanft rühren, damit er nicht überkocht. Wenn er fester wird, rühre Stecker in großen Kreisen. Am Schluss schwitzt du dir, dass er leckerer wird und rührst noch schneller. Super. Der Vereimer ist leer. Hallo, hier kannst du Bärenkorn und aus dem Knus machen. Möchtest du allein Korn oder allein? Gut, dann zeige ich euch das mal. Also, wir wählen hier jetzt Bären aus. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir da nicht so sicher. Nehmen wir mal eine Sindelbeere. Okay. Plups. Und jetzt haben wir hier diesen Stift. Dann habe ich euch den Bildschirm gewechselt. Und können drehen. Was mit der Maus super funktioniert. Hallo? Ja, ich weiß, dass er anbrennt. Ich kann mit der Maus nur schlecht spielen. Okay, aber ich zeige euch das auch nur einmal, deswegen. Und es. Grafik laggt ein bisschen. Ich habe damals echt perfekte Knuspin bekommen. Es ist echt. Alter! Es ist gut! Ja, ich weiß, dass der anbrennt. Aber ich kann nicht. Ich mache es gleich nochmal, nachdem ich mein Pad angeschlossen habe. Ich habe ja ein Grafikpad. Es ist der perfekte Knurs! Schnell, schnell! Es hat so einmal so gut geklappt. Nee, es klappt jetzt gar nicht mehr. Das ist faszinierend. Das fasziniert mich. Ein Scheiß ist das, aber. Oh Gott. Fertig! Voll der angebrannte. Ergebnis: übergekocht. Angebrannt heißt nicht. Schlechter Knurps. Wirklich schlechter Knurps. Ja, ich werde jetzt mein Pad eben anschließen und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, es klappt besser. Bis gleich. So, ich habe mein Pad jetzt angeschlossen. Seht ihr jetzt vielleicht, dass es hier so ein kleines Teil ist. Ich werde jetzt nochmal versuchen und ich hoffe, es klappt mit dem Pennen besser. Muss ich mal gucken. Möchtest du weitere Knusskosten? Ja.
klappt schon mal super. Will man kochen? Ja. Bitte. Mal sehen, wie wäre. Okay. Vielleicht muss ich da drauf drücken. Klappt das? Oh, klappt sogar. Geil. So geht das eigentlich. Also, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass das nicht überschwappt. Seht ihr gleich, was ich meine? So. Wenn ich schneller drehe, dann. So. Ich hoffe, es hört ihr nicht so stark, dass ich hier auf dem Pad ganz schön schnell sein muss. So. Ja. Tut mir leid, dass ich das nicht mehr ganz perfekt kann. Gerade. Fertig. Ergebnisse. Übergekocht, angewandt, einmal trockene Knusp. Okay. Trocknen. Nein. Nein, möchte ich nicht. Gut. Und Bildschirm wechseln. Komm ruhig wieder, wenn du Lust zum Kochen hast. Okay, Oh Gott, du schon wieder. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen Interview? Vielen Dank, das ist unser besten Treiber. Wie gefällt es dir, den Knusp herzustellen? Ist doch so scheiße. Gefühle. Gefahr. Ich überschwemme hier alles. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalte doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Vielleicht nicht. Gut. Hier gehe ich mich nochmal ein bisschen aufrüsten. Und dann nach diesem paar Mal Pause. Doof, dass ich gestern nicht so großartig aufnehmen konnte, aber es ging nicht anders. Ich wäre echt verschnupft. Übertrieb, oder? Ich trinke dann wieder noch. Ach, dann mache ich 6 davon. Beziehungsweise 5. Piep, piep. Okay, haben wir hier eigentlich. Oh, gut, das ist gut. Wir haben das Geld, ja. Piep. So, davon haben wir 1. Okay, das müsste reichen. Gut, hier ist nichts mehr Großartiges. Ich würde gerne das alte Beleber kaufen, aber ich habe erst 2 Ohren und das genügt leider nicht. Okay. Ich habe gehört, man kann hier schön erstes was finden. Angeblich soll es welche auf dem Platz der Treue geben, was ich euch nicht zeigen kann, weil wir kein anmutiges Pokémon haben. So. Wo ist hier eigentlich das Pokémon Center? Das ist mir gerade eine große Frage. Ich glaube, hier haben wir eigentlich relativ alles erkundet. Wettbewerbe machen wir, wie gesagt, im nächsten Bad. Ich habe dich ver... Ja, du. Und da ist der Platz der Treue. Da ist Lamina, die Arena-Leiterin. Hier ist der Center. Und da rannten noch ein paar Typen rum, die wir noch nicht besprochen haben. Also noch nicht mitgesprochen. Piep, piep, piep. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir es. Vielleicht auch nicht. Heute war ich mit ein paar Riesen zu auf dem Platz der Treue. Unterwegs fahren wir einen Pokémon-Feder. Meistens verleiht mein. Du bist ein Wanderer. Du tust mir leid. Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben. Aber mein Freund will nach Schlaede ziehen wegen der Spielhalle. Dort, alter Suchti, du. Freund von der Frau da. Hi, oh, du bist ein Trainer. Das heißt, dass du Boxen verwendest. Du bist also ein Endverbraucher. Oh, was ist denn? Du schaust so erstaunt. Ach ja, natürlich. Entschuldigung. Ich rede wieder schneller, als ich denke. Ich heiße Lana. Kennst du die Boxen, die PCs überall? Ich bin Systemadministrator. Okay. Jetzt haben wir die Administratorin auch gefunden.
Naja, ich danke euch übrigens fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder von Let's Play Pokémon Diamant Edition. Bis dann und ciao.